Ja, schauen Sie mal bitte hier gleich unten dieses Bild. Das ist USA-weit die beste Stadt, wo Rentner leben können und sie befindet sich in Florida. Nicht nur das, 8 von 10 Städten, wo man am besten leben kann als Rentner, und wir werden auch in diesem Video sehen, ab wann man als Rentner zählt, ja, befinden sich in Florida. Wir schauen uns in diesem Video einen kurzen Überblick über diese Städte an. Wir sagen Ihnen jetzt schon mal, 150 Regionen wurden getestet und beziehungsweise befragt und zeigen auch, wo diese Stadt liegt. Bis gleich nach dem Trailer. Ja, einen herzlichen Dank an die Florida Sun, die uns hier diesen Städtevergleich mal auf Deutsch übersetzt hat. Ausgehend von den Daten von US News and World, diesem Metropol-Report, wo man seine Zeit sozusagen in der Rente verleben kann. Und jetzt schon mal vorweggenommen, die Umfrage wurde mit Leuten ab 45 Jahren gestartet. Ja, also auch für Sie, wenn Sie jetzt zuschauen, es gibt wohl Lebensentwürfe, wo man schon etwas früher als der gesetzliche Renteneintritt an die schönen Orte in der Welt gehen kann, um dort zu leben. Wenn man in die USA schaut, sind 8 davon in Florida. Und Top 1, ich will Sie gar nicht länger irgendwie, Sie wissen schon, was ich meine, die Nachmittagssonne hier über Sarasota. Sarasota ist auch in einem Gebiet, wo wir tätig sind. Klar, wen wundert's? Sarasota ist diese Gegend hier an der an der Küste am mexikanischen Golf gelegen. Ja, schauen wir weiter rein, nochmal in den Artikel der Florida Sun. Was sind denn die weiteren Orte hier im Ranking? So, jetzt muss ich selber kurz scrollen, genau. Sarasota auf Platz 1, Platz 2, Naples, finden Sie hier unten. Platz 3, Daytona Beach, Platz 4, Melbourne hier. Insofern schöne Verteilung. Jetzt geht es Platz 5 einmal nach oben, nach Pennsylvania. Und auf Platz 6 geht es auch gleich wieder weiter in Florida. Und zwar 6, 7 und 8 geht an Tampa, Fort Myers und Port Lucy. Wie schauen wir es denn weiter? Platz 9 liegt wieder oben in Michigan, Platz 10 in Pensacola, das ist auch in Florida, findet man hier. Übrigens auch für die Leute, die über Rich Dad Poor Dad, über Robert Kiyosaki auf uns aufmerksam geworden sind, er hat in seinen Büchern öfter mal auch über seine Station dort geschrieben. So, sonst geht es hier auch weiter mit Lakeland, das liegt natürlich, das liegt hier alles in der Mitte, auch Orlando liegt in der Mitte und auch Jacksonville. Auch hier sind wir neuerdings auch lokal mit vor Ort und Orlando erschließen wir uns auch noch in diesem Herbst. 150 Städte, habe ich gesagt, oder Metropolregionen sind ja sozusagen mit dabei gewesen. Hier auch in Florida ist die Hauptstadt des Staates mit Tallahassee auf Platz 39 und wer hätte gedacht, Miami auf Platz 48. Das ist USA-weit nicht so weit hinten, aber insgesamt Florida-weit natürlich mega abgeschlagen. Wenn Sie mehr in die Region eintauchen wollen, ja, empfiehlt sich doch schon auch einfach über Google reinzugehen. Schauen Sie sich Sarasota gerne von oben an, scrollen Sie rein. Wir sind gerade dabei, auch für eine Kundin dort ein Haus zu verkaufen und Sie können uns in der Richtung immer gerne ansprechen. Auch gehen Sie gerne unter das Video. Wir verlinken auf jeden Fall hier den Artikel von der Florida Sun, um die nochmal, damit Sie ihn nochmal nachlesen können. Vielen Dank da an den Autor Patrick Pohlmann und schauen Sie sich gerne auch die weiteren Links an und Sie können sich sicher sein, wir werden auch in diesem Kanal mehr über Feinheiten berichten und gerne, wenn Sie kommentieren, was Sie denn zum Beispiel interessiert mehr, dass wir da in der Richtung auch ein Video einstreuen. Herzlichen Dank. Mein Name ist Richard Banks und ich bin hier angetreten, Ihnen den ein oder anderen Artikel als Video zu verfilmen, sodass Sie darauf aufmerksam werden, wenn Sie gerne bei YouTube surfen. Und kommen Sie gerne natürlich auf die Portale, die wir unter dem Video verlinkt haben, um tiefer in die Materie einzudringen. Herzlichen Dank.